So, ihr Lieben, jetzt sind wir hier auf einem anderen Schießstand. Diesen verwenden wir, wenn wir unsere Munition auf längere Distanzen testen möchten. Besonders die Munition für Scharfschützengewehre. Aber wir testen ja auch unsere Jagdmunition, um zu sehen, wie sie sich auf längere Entfernungen schlägt. Das ist klasse, weil wir wollten unbedingt auch mal die Munition auf etwas größere Distanzen testen. Wie weit könnt ihr denn hier schießen? Wir können hier bis zu einer Entfernung von 1000 Metern schießen. Das ist natürlich keine jagdliche Distanz, aber testen können wir es hier trotzdem. Das ist perfekt, weil wir wollten vor allem wissen, wie die Munition bei uns im Gewehr funktioniert. Und das können wir ja hier dann testen. Ja, das ist der Grund, warum wir hier sind. Und wir haben auch eine blockballistische Seife dabei. Also schnappt doch euer Gewehr und lasst uns schießen gehen. Perfekt. Ja, bin ich mal gespannt. So, der erste Test, den wir hier für euch haben, ist die ballistische Seife auf 100 Meter. Okay. Hier sehen wir die Performance des Geschosses. Wieso ballistische Seife? Normalerweise nutzen wir ballistische Gelatine, aber dafür braucht man eine Hochgeschwindigkeitskamera. Da wir jetzt keine hier haben, nehmen wir die ballistische Seife. Denn so bleibt der Hohlraum, der während des Schusses entsteht, erhalten und wir können diesen begutachten. Dazu schneiden wir den Block in der Mitte durch und können genau erkennen, was das Geschoss bewirkt. Wow, das ist interessant. Da bin ich mal gespannt. Schauen wir mal, oder? Ja. Willst du zuerst schießen? Wenn es für dich passt. Ja, gerne. Okay. Los geht's. Magst du es aufschneiden? Ich bin total gespannt, wie das jetzt aussieht. Schneiden wir auf? Schauen wir es uns von innen an. Dann müsst ihr halten. Ups. Ah. Ist das cool. Sieht man schön Narrow Channel und dann, wie es schön anspricht und aufgeht. Boah. Dann siehst du ganz genau, was der Reh ungefähr ist, so dick. Und ja, sagst, mehr ist es genau so, wie es sein sollte. Ja. Perfekt. Unser Schnitt ist nicht perfekt, ja. Aber das Geschoss hat perfekt funktioniert. You can improve. Na, jetzt wollen wir das Geschoss auch noch sehen. Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt müssen wir das Geschoss bergen, oder? Ja. Bergen? Machen wir das wieder gleich, oder? Ja, wenn es geht. Setzen wir noch, warte, dass wir das nicht so zerstören. Rutschen wir ein bisschen um, wenn es geht. Boah, schau mal, wie schön das ist. Das sieht perfekt aufgebläst. Expansion. Ja. Und kontrollierte Expansion. Exactly. Ja, sehr kontrolliert. Also keine Splitter, nix. Also, ja. Wirklich beeindruckend. Echt krass.